Das, was natürlich der Schocker dann war, das war nicht kein April-Scherz, die Inflation in Europa bei 1,4, ich gucke auf den 1. April wegen 1,4, nein, 7,5%, die Teuerung so hoch wie nie, seit es die Europäische Union gibt. Und ja, das ist natürlich ein richtiger Brocken und überhaupt nicht überraschend. Das hatten wir schon letztes Jahr gesagt, also ich erinnere mich daran, wir hatten das schon 2020 gesagt, als die Maßnahmenpakete, die massiven Zinssenkungen, die extremen Geldschwemmen der Notenbanken zum Bekämpfen der Corona-Krise stattgefunden haben. Ich erinnere mich an die Videos damals, sagte ich, Achtung, alles andere als eine massive Inflation nach Aufhebung der Maßnahmen ist, weiß ich nicht, wie das geschehen soll. Damals sagten die EZB, nein, überhaupt kein Problem, das wird so nicht passieren, das kriegen wir in den Griff. Sicher, habe ich gesagt, wohl höre ich die Worte, doch fehlt mir der Glaube, wie es so schön heißt. Und auch letztes Jahr, wir hatten hier lange drüber gesprochen, aber bei der EZB war das eben kein Thema. Da war man sich sicher, dass da nichts passieren kann. Ne? Wir erinnern uns an Frau Lagarde, die noch im September, Oktober letzten Jahres sagte, die Inflation, die ist beherrschbar, überhaupt kein Problem. Anstieg der Inflation ist nicht von Dauer, sagte sie im November. Sie legte sogar noch einen drauf und sagte, die Inflation wird sich im nächsten Jahr, also 2022, wieder beruhigen. Naja, Frau Lagarde hat ja nicht ganz geklappt. Ne? Gut, es haben zu jener Zeit nahezu sämtliche Wirtschaftswissenschaftler und Experten gesagt, nein, da kommt eine Rieseninflation, wo soll das nicht herkommen? Außer Frau Lagarde, die sagte, nö, 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 nö. Sehe ich nicht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Frau hat wirklich überhaupt keine Ahnung oder sie hat schlichtweg gelogen. Aus beiden Gründen eigentlich nicht mehr haltbar. Aber wen interessiert das heute schon? Ne? Sie macht politisch das, was sie tun soll. Sie muss die Südstaaten retten. Also lügt sie einen vom blauen Pferd runter und sagt, ja, nein, das ist, nee, die Inflation, nee, die wird nicht steigen. Wir machen das so und gut ist. Ja. Ja, was interessiert es mal, wie die EZB mal gegründet wurde und welche Versprechen da alles abgegeben worden sind. Aber ja, das ist halt heutzutage so. Nun, kurzum, jetzt haben wir die Inflation und zwar massiv. Die Inflation ist so hoch wie nie zuvor. Und Frau Lagarde sagt, ja, konnte man nicht ahnen, ne? Das ist der Russe. Nee, es war nicht der Russe, weil das hatten wir schon im Februar, diese hohe Inflation. Da war der Russe noch gar nicht einmarschiert. Das kann man jetzt natürlich schön dem Russen in die Schuhe ziehen. Ja, gut, klar, jetzt kommt noch was add-on. Ne? Also bei den 7,5% bleiben wir nicht. Ne? Jetzt kommt noch ein bisschen was drauf. Die Energiepreissteigerung, die kommt tatsächlich jetzt erst richtig durch. Und das heißt, so vielleicht haben wir demnächst dann zweistellige Inflationsraten. Ne? Da kann man sich so ein bisschen ans italienische Lebensgefühl vergangener Jahrzehnte zurückerinnern. Und dann sind wir doch wieder da, was man retten will. Na, passt es doch alles.